Begrüße ich Sie zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen den TBV Lemgo. Endstand 24-28. Ich begrüße den Gästetrainer Florian Kehrmann und bitte ihn um sein Statement. Ja, schönen guten Abend. Ich glaube, nach der deftigen Klatsche letztes Jahr bin ich überglücklich, dass wir heute die Punkte geholt haben. Wir haben von Anfang an eine sehr gute Abwehr gestellt. Wir hatten uns gut vorbereitet. Wir wussten eigentlich viel über ihre Taktik auch, obwohl sie noch kein Bundesligaspiel gemacht haben. Haben dann so das Momentum in der Abwehr bei uns gehabt, dass sie sich wirklich schwer getan haben. Selbst für uns war es auch sehr schwer, immer Tore zu erzielen, aber wir waren sehr geduldig und haben dann, wenn wir eine Chance bekommen haben, auch die Fehler bestraft und waren dann nach 20 Minuten 2-8 vorne. Vielleicht hätten wir da sogar noch ein, zwei Mal mehr mit Tempo spielen müssen. Trotzdem sind wir sehr gut reingekommen. Hälfte der ersten Halbzeit war dann sehr zäh. Wir haben uns sehr schwer getan, haben auch schlecht Überzahl gespielt, haben Erlangen so ein bisschen wieder ins Spiel zurückgebracht. Und dann war es in der zweiten Halbzeit ein offenes Spiel. Ich glaube, wir hatten immer dann, wenn es nötig war, haben wir wieder einen draufgelegt, war immer zwischen ein, zwei Tore. Letztendlich dann auch zwischendurch drei Tore und wir konnten eigentlich alles irgendwie beantworten. Und haben am Ende, glaube ich, dann die richtigen Entscheidungen in den richtigen Momenten getroffen. Abschließend muss ich mal sagen, das war, glaube ich, heute für alle hier auch was Neuland. Ich habe jetzt ein paar Jahre schon Handball gespielt. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre Trainer. So lange dann aufs Spiel zu warten, das war sehr neu. Ich glaube trotzdem, und da muss man allen ein Kompliment machen, erstens Erlangen, dass sie das dann so gut hinbekommen haben mit dem Hallenboden. Zweitens aber auch der Spielleitung und den Schiedsrichtern, dass sie sehr besonnen reagiert haben. Sie haben die Trainer und Spieler zusammengerufen, haben wirklich deren Feedback erfragt und nicht einfach entschieden. Und für meine Mannschaft war der Tenor sowieso. Christoph Theuerkauf ist 10 Minuten, bevor das Spiel angefangen hat, hat alle zusammengerufen und hat gefordert, wir spielen, egal was ist, dieses Spiel, weil wir werden das Spiel gewinnen. Und das hat uns ein gutes Gefühl gegeben. Natürlich ist es immer einfacher, wenn man das Spiel dann auch gewinnt. Aber ich fand es wirklich sehr gut, wie ich glaube, beide Vereine damit umgegangen sind, aber auch die spielleitende Stelle. Trotzdem muss man, glaube ich, gucken, dass man diese Dinge abstellt. Wir wollen den Handball ja professionell nach vorne bringen und das darf dann nicht vorkommen, dass ein Spiel mit halbstündiger oder 20-minütiger Verspätung angepfiffen wird. Für mich zählen nur die 2 Punkte und darüber bin ich glücklich. Und jetzt geht die englische Woche weiter mit einem Heimspiel in Leipzig und das wird schwer genug. Vielen Dank. Robert, wie sieht dein Fazit aus? Ja, erstmal schönen guten Abend. Glückwunsch an Lemgo und Florian zum Sieg und 2 Punkte. Wir sind selbstverständlich nicht zufrieden mit dem Ergebnis heute. Wir hätten uns mehr gewünscht. Erster Heimspiel gewinnen, 2 Punkte holen. Aber man hat auch gemerkt, das war erstes Spiel. Das kann leider passieren. Wie Florian gesagt hat, dass unsere ersten 20 Minuten, vor allem im Angriff, wenn man da nur 2 Tore macht, dann ist es schwer. Klar, ich kann auch, Lemgo waren vielleicht auch vorbereitet, aber wir haben da ein bisschen ohne Kopf gespielt, finde ich, nicht mit viel Tempo, nicht mit viel Bewegung. Das war eigentlich nicht das, was wir uns vorgenommen haben, was wir spielen wollten. Und dann ist es schwer, wenn man nur 2 Tore macht in 20 Minuten. Aber wir zeigen eine Reaktion, wir kommen zurück, wir kommen wieder ins Spiel. Das ist eine Stärke, wenn man zu Hause erstes Spiel mit 2-8 oder 2-9 zurückliegt. Mentale Stärke fand ich super für die Jungs. Ich finde auch, Abwehr ist einigermaßen okay von uns, auch wenn vielleicht ein bisschen unsere linke Seite in der Mitte am Anfang da nicht richtig auf Körper, auf Wurfhand, aber desto trotz kriegen wir nur 10 Tore in erster Halbzeit und damit kann man leben, finde ich. Dann zweite Halbzeit kommt auch so diese, wie Florian gesagt hat, diese Entscheidungsphasen, wo wir Chancen haben, unentschieden zu machen, vorbeizugehen. Aber in diese Phasen sind die halt ein bisschen clever und machen diese kleine Sachen richtig. Das machen wir nicht.
Ich finde auch, dass unsere Abwehr wird da ein bisschen, wir gehen zwei Leute raus, kriegen, glaube ich, zweite Halbzeit 7-8 Tore von Kreis. Das ist ein bisschen zu viel. Aber das ist auch so, wenn es nicht 100%ig läuft, wenn es um was geht, erste Bundesligaspiel, dann merkt man, dass diese immer noch ein paar Prozente fehlt im Vertrauen und so weiter. Aber ich habe trotzdem viele, viele gute Ansätze gesehen heute, was wir darauf bauen kann. Beides in Angriff, Abwehr. Wir wissen auch, dass wir besser spielen können. Ich glaube, da waren auch ein paar andere Sachen vielleicht im Herz und im Kopf heute, wenn das erste Spiel. So, wir werden das hinkriegen und versuchen mit allen Mitteln diese Punkte wieder irgendwo anders holen und am Sonntag in Stuttgart alles wieder gut zu machen. Danke. Vielen Dank, Robert. René, wie hast du die 60 Minuten gesehen? Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite natürlich. Erstmal Glückwunsch an Florian, an den TBV Lemgo zu den zwei Punkten und zum verdienten Sieg. Klar, das war natürlich nicht den Einstand, den wir uns vorgestellt haben, nicht den wir uns vorgenommen haben. Ich glaube, man hat gesehen, dass die Jungs sehr, sehr motiviert an die Sache rangegangen sind. Vielleicht am Anfang noch ein bisschen übermotiviert. Es hat ja gewirkt wie mit angezogener Handbremse die ersten 20 Minuten. Wir haben zwei Tore erzielt. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Das ist natürlich viel zu wenig. Wir haben teilweise nicht mehr das Tor getroffen. Man hat gesehen, wie sehr die Jungs darauf gebrannt haben, hier eine gute Leistung zu zeigen. Ich glaube, ab der 20. Minute hat man dann auch gesehen, als sie dann den Schalter umlegen konnten, was hier möglich ist, was die Jungs in der Lage sind zu leisten. Flo hat es angesprochen, es war mit Sicherheit aufgrund der Situation eine schwierige Situation für alle. Ich glaube, wir haben sie zusammen noch gut lösen können. Ich bin sehr froh, dass wir gemeinschaftlich entschieden haben, dieses Spiel laufen zu lassen und anzupfeifen, weil das, was wir, glaube ich, 60 Minuten gesehen haben, war ein tolles Handballspiel, sehr emotional. Natürlich nicht mit dem Ausgang, den wir uns erhofft haben, aber ich glaube auch die Stimmung in der Halle, deswegen Kompliment an jeden Zuschauer, der heute da war und auch den HC Erlangen nach vorne gepeitscht hat. Das war eine unfassbare Atmosphäre und ich glaube, jeder hat hier mehrere T-Shirts durchgeschwitzt, weil bis zum Ende mitgefiebert hat. Und ja, leider waren die Fehler am Ende ein paar zu hoch und wir konnten daraus ja keinen Sieg ummünzen und wollen natürlich, Robert hat es angesprochen, am Sonntag in Stuttgart es deutlich besser machen. Ich glaube, wir werden daraus unsere Lehren ziehen. Das haben wir in der Vergangenheit immer getan. Wir haben nie, sind nicht in Panik, in Unruhe verfallen. Wir haben unsere Fehler analysiert und sind gestärkt daraus gegangen. Genauso werden wir das tun und am Sonntag hoffentlich erfolgreicher das Spiel gestalten. Dankeschön. Danke, René. Zeit für eure Fragen. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. René, gleich an dich die Frage, was genau war das Problem? Es war ja unheimlich dämpfig in der Halle, aber die Halle war auch schon mit doppelt so viel Zuschauern besetzt. Woran hat es gelegen? Habt ihr schon erste Fehleranalyse durchgeführt? Also bevor ich natürlich jetzt irgendwie zu viel sage über Themen, die ich noch nicht hundertprozentig weiß, bleibe ich jetzt mal so weit, dass wir heute früh eine extreme Feuchtigkeit in der Halle hatten. Gut, das ist Eis unter dem Boden, das muss man natürlich immer einkalkulieren. Das ist für uns aber nichts Neues. Wir hatten jetzt hier viele Jahre im Grunde genommen keinerlei Probleme damit. Heute früh war die Halle sehr, sehr nass, sehr, sehr feucht. Das haben wir in den Griff gekriegt. Der Boden war dann zur Mittagszeit und frühen Nachmittagszeit eigentlich in Ordnung, bespielbar, gar keine Frage. Dann ist so langsam die Feuchtigkeit wieder reingekommen. Die Zuschauer, die Spieler, auf einmal hatten wir so einen schmierigen Film auch auf der Fläche, den wir dann nicht wieder runterbekommen haben. Wir haben, glaube ich, 4-5 Mal das ganze Thema mit Wischern und Handtüchern und weiß ich nicht was noch alles versucht, trocken zu bekommen. Die Heizung auf Maximalstufe, Lüftung, also das lief schon mehrere Stunden, bevor die Spieler in der Halle waren. Und dann, als die Zuschauer noch dazu kamen, wurde es natürlich nicht besser. Und ich glaube, man muss aber den Helfern trotzdem ein großes Kompliment machen, weil sie wirklich 60 Minuten und die 20 Minuten auch zusätzlich alles versucht haben, damit das Spiel heute stattfand. Ich glaube, die haben einen überragenden Job dennoch gemacht und da können wir sehr froh sein, weil wir haben insgesamt dadurch ein tolles Handballspiel gesehen. Robert, kann man sagen, der Knackpunkt letztlich war die 53. Minute, als ihr in Überzahl zwei katastrophale Fehlpässe gespielt habt und dann eigentlich weg wart?
Genau diese Sachen, diese Punkte, da haben wir ja gerade darüber geredet, wenn diese Chancen da waren. Auf unserer Seite haben wir Fehler gemacht und Lemgo hat das ausgenutzt. Also genau in diese, war ein paar Mal vorher, glaube ich, ein Tor und so weiter, wo wir die kleinen Fehler in Abwehr oder Angriff machen. Haben wir nicht gut gespielt, nicht diese Quäntchen Glück, alles, was dazugehört, um da ranzukommen und vorbeizugehen. Das hat nicht geklappt heute. Robert, hast du eine Erklärung? Du hast gesagt, die Mannschaft hat irgendwie nicht funktioniert. Es ist nicht in Tritt gekommen am Anfang, die ersten 20 Minuten. Aber gibt es da eine Erklärung dafür? Ist das vielleicht ein bisschen auch so der Punkt mit dieser Verzögerung? Hat die vielleicht irgendwie die Fokussierung ein bisschen abgelenkt? Oder wie lässt sich es erklären? Schwer zu sagen. Klar, ein bisschen schon. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich hätte auf jeden Fall ein bisschen einfacher in meinem Kopf gehabt als Auswärtsmannschaft, wenn sowas passiert. Das ist unser erstes Spiel zu Hause, die Jungs wollen viel, aber die sind alle Profi genug, alles kann passieren. Wir wissen das, wenn man irgendwo hinfährt oder zu Hause, man muss damit umgehen können, aber vielleicht, ich weiß es nicht. Wir haben ja trotzdem Chancen gehabt, diese 20 Minuten. Ich glaube, zwischen 1 und 2, 2 von außen, 2, 3 gute Chancen im Rückraum, aber die waren halt drüber, so die Chancen waren da. Warum? Ja, darüber können, glaube ich, wir lange reden. Nach den Vorbereitungsspielen gesagt, ist es vielleicht ein bisschen ein Problem, dass die Mannschaft nicht verloren hat oder mal nicht im größeren Rückstand hinterherlief. Jetzt heute war sie in der Situation sehr schnell, dass sie im deutlichen Rückstand hinterherlaufen musste. Ist das mental vielleicht auch ein Faktor? Ja, klar ist das, wenn das so ist, wenn man auch vielleicht ein paar neue hat, das ist keine Ausrede, aber das braucht seine Zeit, bis man sich 100% kennt, Abläufe, Vertrauen haben, selbstverständlich kommt das dazu. Wir haben auch gewusst, wenn es losgeht, ist immer was anderes als Trainingsspiele, das wissen wir. Aber deswegen finde ich es auch, dass heute waren von unserer Seite, auch wenn wir verlieren heute und manche Dinge nicht richtig machen, aber da war trotzdem sehr viele gute Sachen, viele gute Ansätze. Wir haben das nicht 100% umsetzen können, was wir wollen im Angriff. Zum Beispiel dieses Spiel hinter Halbverteidiger, solche kleine Sachen haben wir nicht 100%. Aber ich weiß, dass sie das können, dass wir das umsetzen können. Und mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen, ein bisschen Glück, diese kleine, wird das auch nächstes Spiel gut laufen. Nico Bühl heute positiv herausgestochen. Nico Bühl positiv? Ja, hat ein gutes Spiel gemacht. Vor allem diese 1-1 Sachen hat er. Nee, ein gutes Spiel. Hier mal noch eine Frage. Sie haben vorhin gesagt, es war ein bisschen schwierig, sich vorzubereiten. Vielleicht haben Sie es trotzdem geschafft, obwohl Erlangen noch kein Spiel gespielt hat. War vielleicht auch Isaias Guardiola ein Tippgeber, was die Taktik anbetrifft? Oder läuft das rein über Video? Er konnte uns natürlich ein paar Insider-Tipps geben, was die Benennung der Spielzüge, es ist ja so im Handball, dass oft Spielzüge in den Vereinen dann gleich sind, aber die Namen nur anders sind, das konnte mir helfen. Aber ich wusste ganz gut Bescheid, ich bin auch ganz gut vernetzt. Also ich habe auch die Vorbereitungsspiele gegen Aalborg, gegen Gummersbach und sonst wo überall gesehen. Deswegen war mir, glaube ich, gut vorbereitet, das gehört aber, glaube ich, im Trainerjob dazu. Nichtsdestotrotz hat Isa uns so mit kleinen Tipps natürlich geholfen und man hat auch gemerkt, dass er natürlich besonders heiß war und gerade in den entscheidenden Phasen vielleicht auch die Nadelstiche dann auch noch mit setzen konnte. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann wünsche ich Ihnen einen guten Nachhauseweg und wir sehen uns dann am 9.9. hier wieder gegen den VfL Gummersbach. Danke, tschüss.